Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Aha. Hast du etwas rausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Was finden wir raus? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Dann können wir jetzt noch das Geheimnis hier knacken. Jetzt bin ich ja der Superrätsler. Wie machen wir das denn? Rebellion. Was aufdecken? Entdecke das Geheimnis des Gemäldes. Wie machen wir das? Sollen wir ein bisschen gegenleuchten oder... Lumos. Ah ja. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das ist original bei der dicken Statue, wenn ich nicht irre. Das ist hier unten. Das wird sogar angezeigt. Weißt du, jetzt bin ich der Supermeister-Rätsler und jetzt kriege ich Hinweise, oder was? Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ach, da war jetzt die Motte. Deswegen hieß die Quest auch so. Ja, war es das schon? Oder müssen wir jetzt 100 Motten sammeln oder so? Würde mich auch nicht wundern. Rein mit dir! Rein mit dir! Dachte ich. Rein jetzt da, du mieses... Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Hey! Das war fancy. Okay, also... Leute mit Zeitgefühl würden behaupten, das ging ein bisschen schneller als das Zahlenrätsel. Aber die lügen. Die bilden sich das nur ein. Da oben steht sie. Ja toll. Ein Mottenbild, Leute. Schnell ein paar Fallen aufstellen hier. Die Lebensmittelmotten. Sie kommen. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Das sage ich nicht. Na, ja, die Hinweise. Blau und schlau. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Ja, schon krass. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Ja, du bist ganz schön doof, ne? Brauchst ewig lang zum Rätseln. Blöde Kuh. Tja, die sind nicht alle so clever wie unser Charakter. Doof gelaufen für die. Aber schön. Die haben ja alle keine Handys. Die haben nicht mal Internet. Die müssen sich mit irgendwelchen Mottenbildern beschäftigen den lieben langen Tag. Da bin ich aber neidisch schon mal. Von diesem Türenrätsel, da gibt es im Schloss mehrere. Oh Gott, Tageslicht. Der Erzfeind eines jeden Zauberers. Da freue ich mich aber, dass es davon mehrere gibt. Jetzt bin ich ja eigentlich vorbereitet, ja? Wir müssen an die Null denken, Leute. Die Null ist immer mit uns. Und wir müssen dort rüber. Verwandlungshof. Ah ja, noch ein Ort entdeckt. Okay. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, weil durch die Questannahme hat sich, glaube ich, auch mein Questmarker verschoben. Hier ganz genau. Und wir wollten mal noch gucken, was wir jetzt bekommen haben. Weil zum einen müssen wir diese Hogwarts-Brille kriegen. Ja, da ist sie nämlich. Bam. Können wir einsammeln. Oh, Handschuhe in the making. Und wir hatten einen Umhang, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das hier dabei? Erscheinungsbilder. Ja, hier ist jetzt die Brille, die neue. Hogwarts-Brille. Okay, cool. Inventar. Alphabetische sortieren. Auftragsgegenstände. Notizen. Ressourcen. Ausrüstung. Dann hier, denke ich mal. Handbekleidung. Ah, guck. Da haben wir einiges. Schwarze Lederhandschuhe. Wow. Fancy. Wir haben außerdem Gesichtsbekleidung. Da ist die jetzt mit drin. Sieht das gut aus? Das sieht richtig ehrenlos kacke aus. Die gönnen wir uns komplett. Kopfbekleidung. Oh, ich dachte, ich habe einen Hut. Was ist das denn, Mann? Bin ich bei den Peaky Blinders oder was? Sein Name war Thomas Shelby. Alles klar, da sehe ich mich komplett, Junge. Das ist ja ganz fürchterlich, wirklich.
Halsbekleidung haben wir, was ist das? Ein beiger Schal aus Naturwolle, richtig giga-cringe, Junge, einfach von Oma die Tischdecke umgewickelt. Ehre. Dann bei den Mänteln, da haben wir zwei, traditioneller Schulumhang und klassischer gepflegter Schulumhang. Oh, mit roten Linien. Wow, eines Rätselmeisters würdig, würde ich sagen. Und Outfit, da haben wir jetzt diese Uniform für Vertrauensschüler mit Weste. Oh Gott, dieser Ganzkörperschlafanzug, Junge. So rumrennen hat aber auch Stil, ja? Ja, es war eine andere Zeit. Aber in dem Ding sehe ich mich auch. Ich würde nur wahnsinnig werden, jedes Mal, wenn ich abends pinkeln muss, dann mehrere Knöpfe irgendwie aufzufriemeln. Da würde ich aus Bequemlichkeit vermutlich unten einfach ein Loch reinschneiden. Naja, vielleicht sollte ich mir dann doch keinen kaufen. Gut, ich glaube, das hat sich gelohnt. Junge, dieser Schal, ne? Vor allem, der liegt doch nicht mal richtig um den Hals. Das ist mehr so ein Modestatement, ne? Der wärmt doch nicht mal. Schulterwärmer. Ey, wir sehen wirklich richtig schlimm aus. Völlig anderer Charakter. Aber so wie ich jetzt aussehe, hätte ich das Rätsel dank diesem Look doppelt so schnell gelöst. Das muss man dazu sagen. Ich habe das Gefühl, diese Kiste macht Auge. Warum? Willst du aufgehen? Soll ich dir mal ins Auge stechen? Ob die Bock da drauf hat? Nee, juckt die gar nicht. Na gut. Wir müssen dort hoch. Ja. Zu dem guten Gilderoy bestimmt. Oh wow, das ist echt creepy, Mann. Lernen wir heute Verteidigung gegen alte Götter oder was sollen die ganzen Augen? Das ist ja maximal verstörend. Fast so schlimm wie mein Aussehen. Ist das alles? Komm, Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Hm? Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Junge! Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Pruitt? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Ja, danke, Leander, für deinen Auftritt. Ah, die Geschichte wieder. Okay, das kenne ich, glaube ich, noch. Like this. Oh, da kommt das Antivirenprogramm. Ehre. So lässt sich's gut lernen. Ich kann auch Tee morgen direkt. Levioso. Das ist gut. Danke für den Tipp. Yeah. Nun, probieren wir etwas Größeres. Oh Gott, Gegner mit Schilden. Aha. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Man lerne ich unverzeihliche Flüche, Oma. Direkt beliebt machen. Basiszauber. Ja, bam. Hat er nicht so Bock. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Aha. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Oh, sie schlachtet ihn. Sie schlachtet ihn. Levioso. Gut. Nun zum Basiszauber. Ja, ich will rein spammen. Boom. Gut gemacht. Geil. Okay, das war lässig. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an.
Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Ich habe jetzt meine Yu-Gi-Oh-Karten nicht dabei. Ist ja egal, ne? Na gut. Levioso, das wird Protego. Protego? Das erschwert die Dinge. Ja, ein bisschen, hä? Er muss warten. Das war ihn jetzt. Das war Levioso. Schön in die Luft bekommen. Hat damit nichts zu tun. Kann ich ihn töten? Ja! Yeah! Technik. Ich weiß. Avada Kedavra. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ja. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Gryffindor. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Der Bruder. Na gut. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Ist er tot? Nein, ne? Der hat ja schon mit uns gequatscht. Der heißt einfach Leander Swallow und macht hier einen auf dicke Hose. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Super, dann töte ich dich zuletzt. Dann haben wir uns ja direkt verstanden. So mögen wir das. Gute Arbeit. Hallo. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Jo, der heißt irgendwie überhaupt nicht so, wie ich mir das gemerkt habe. Naja, ich werde ihn einfach trotzdem so nennen. Ich habe schon oft mit meinem Zauberstab gekämpft. Das war es. Ich habe meinen Zauberstab noch nie im Kampf benutzt. Können wir das mit so einem Zwinkern sagen? Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Mhm. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Yo, der Fight Club. Tom Schniedel, ganz genau. Klingt aufregend, klingt verdächtig. Nee, ist sehr aufregend, ja, ich zitter schon. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ehre. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut. War schön, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Okay. Dann bis bald. Jo, tschüss. Na, das war doch aber nett, oder? Ich fand das auch sehr flüssig unten mit diesem Wechsel. Sobald ich R2 eben drücke, ploppen da unten die jeweiligen Spell-Optionen auf für die nächste Taste. Levioso. Und das ist eigentlich echt nice. Kann ich die Tante hier fliegen lassen? Schade. Ich würde gern meine Mitschüler mehr durch die Gegend schmeißen, aber ich darf nicht. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Ja, der Herr Swallow, der ist schon ordentlicher, ne? Der gibt alles hier, ich sag dir das. Zayn, hi. So siehst du auch aus, richtiger Gangster mit deiner Kappe. Ja, ja, da sind auch Rasierklingen eingenäht. Die werden hier alle ihr Augenlicht verlieren, wenn die frech sind. Das sage ich euch aber. Bin ein bisschen neidisch, dass du die PS5-Version spielst. Dadurch hast du Zugang auf eine Quest, die es auf dem PC erst im Sommer geben wird. Oh! Es soll ja helfen, wenn tatsächlich. Du hinschaut. Das ist ja toll. Das heißt, ich bin voll privilegiert hier an der Schule.
Aber ich habe immer noch keine Zauberermütze. Schau mal, was die für eine tolle Mütze hat. Gib mir die Mütze. Oh, wow. Das ist ja schöne Musik. Isaac Cooper erhält angeblich sehr viel Eulenpost von heimlichen Bewunderern. Naja, er ist ja wirklich attraktiv. Ja, schlürf dir schön einen ab, Tante. Gönn dir reichlich. Das ist garantiert Glühwein. Ich riech das. Es ist wieder diese Zeit des Jahres, Leute. Perfekt. Wo wollen wir hin? Ganz nach oben. Oi. Niemand will der Underdog sein, hä? Ich finde bestimmt den Weg ganz, ganz einfach. Revelio. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr aufdecken. Vielleicht finden wir auch noch ein schickes Rätsel oder so. Ah, guck mal, hier ist auch wieder so ein Bild. Hello? Was ist los? Wie war das? Licht ins Dunkel. Lukas. Ah ja, da können wir vermutlich wieder eine Motte finden, wa? Die müssen wir hier hinbringen. Okay. Revelio. Mottensuche finde ich jetzt nicht so mega spannend, aber hier haben wir zumindest noch das Flohflammending entdeckt. Das ist ja auf jeden Fall sinnig. Ja, ja. Lohnt sich schon hier, während die anderen sich besaufen, weißt du? Schön ein bisschen Mucke pumpen. Machen wir hier einen guten Job als Schüler. Na klar. Als soziopathischer Massenmörder muss man ja auch sein Gebiet sehr gut kennen hier. Das ist richtig und wichtig. Hier ist eine Tür. Hallo. Oh, das ist die Toilette, oder? Junge. Hier einfach zu der Mucke mal richtig schön ein abseilen. Macht das gerade jemand? Hallo. Kann ich? Ah ne, ich kann nur spülen. Okay. Das ist ja ärgerlich. Kann ich überall spülen? Nein. Ich kann nicht überall spülen. Scheiße. Die ganze Toilette muss niedergebrannt werden. Gleich kommt die maulende Myrte, ja. Das wäre das Event geworden, wenn ich jetzt mit sehr langen Armen überall gleichzeitig hätte spülen können. Darum geht's vermutlich nicht. Ey, noch eine Toilette. Geil. Okay. Jetzt zumindest einmal eine Message hinterlassen. Aber wir müssen noch höher, meine ich, oder? Wir müssen noch eins weiter rauf. Hier habe ich aber nirgendwo Treppen gesehen, aber da sitzt die Motte. Junge, die wollte ich eigentlich gar nicht. Aber da ist sie. Lumos. Kommen Sie mit. Jawohl, folgen Sie dem Licht. Dann war der Weg ja nicht völlig umsonst. Das finde ich gut und hier geht's gleich einfach noch höher. Na, wer sucht, der findet. Ey, muss ich aber echt aufpassen. Bin ja jemand, der sich gerne leicht ablenken lässt und auch für Details und Kleinigkeiten zu begeistern ist. Wenn ich hier auf alles derart achte, dann kommen wir wirklich niemals beim Ziel an. Tada! Schön, mehr Zettel. Yeah! Ach echt? Ja, ich weiß, man merkt es kaum, ne? Aber es entspricht der Wahrheit. Auf zum nächsten Unterricht. Hoffentlich lernen wir da, wie man Mitschüler drangsaliert. Dann bin ich nämlich der Lehrer. Jawohl. Ja, aber so viele Treppen hier jeden Tag, das wäre auch der Endgegner. Da bräuchte ich sehr schnell. Gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Ich frage mich, wie wir in Blacks Büro kommen. Aha. Nicht, dass ich da bräuchte ich irgendeinen Schwebezauber oder so. Leute, die viel reden, kann ich gar nicht leiden. Die klauen meinen Job. Sind wir hier richtig? Das ist aber ein schöner Raum. Aufgrund meiner alten Schule weiß ich sogar exakt, wie dieser Raum riecht. Der sieht nämlich aus wie unsere Aula. Auch da oben, diese leicht angelaufene Wand Richtung Decke. Da kommst du rein und atmest direkt das morsche Holz. Und den Jahrhundertstaub, der sich dort in den Ecken angesammelt hat. Ja. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Hallo. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des
Farbwechsels- und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Oha. Der Hate. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Läuft. Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Aha. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Ein neuer Zauber. Here we go. Bam. Oh, der geht aber von der Hand. Sehr schön. Das Buch geht ja auch von der Hand, wenn wir es richtig machen, ha? Honey, hi. Akio. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Oh nein, ich hasse draußen. Interessiert ihn aber nicht. Na toll. Akio, langsam wird sie voll, unsere Zauberliste, ha? Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Okay. Wir kommunizieren jetzt nur noch so. Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Ah, der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen. Akio. Aber Übung macht den Mann. Wunderbar. Oh. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Na, war ein bisschen weit. Kann ich ihn wieder hochnehmen? Kann ich nicht. Oh no. Ich dachte, da blitzt noch eine andere Taste auf. Oder muss ich einfach so sagen? Sehr gut. Ja. Okay, okay. Ich dachte, es ist so ein Minigame im Minigame, dass ich dann irgendeine fette Keyfolge hämmern muss, aber kann einfach sagen, boom. Genau so. Na, da hätte noch ein bisschen mehr Wumms gekonnt. Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Hey. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Dann will ich nochmal. Die ist ja locker überskillt jetzt. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Kann ich Ihre Kugeln sabotieren? Darf ich? Ja, stell dich mal woanders hin. Ah, wir machen das wechselnd. Kacke. Jo, sie ist wirklich gut. Oh, wow. Aber wir probieren das jetzt. Jo, ich bin dran. So, zack. Akio. Schön runter, das Teil. Aber es rollt nicht. Glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht Warum machen rollt werde. Sie nicht? Aber anscheinend darf ich das nicht. Na gut. Akio. Dann nicht. Nicht, dass es mich stört. Sehr gut. Ausgezeichnete Konzentration. Sehr gut.
Und bei der hat sie ein bisschen reingeschissen. Ehre. Genau so wird das gemacht. 80 Punkte. Okay. Na, vielleicht ein bisschen Feingefühl. Come on. Ja. Sehr gut. Sehr beeindruckend. Na dann los. Sehr gut. Und? Ah, so könnten wir sabotieren. Okay, wir könnten ihre runterschießen. Boah, das ist mir mit der jetzt aber ein bisschen zu heiß. Ich glaube, ich versuche lieber nochmal sauber. Ja. Okay, Ehre. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Nice, Junge. Ah. Ich hätte mit meinen ihre runterkegeln können. So hätte ich sabotieren müssen. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh no. Oh, what? Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Big Challenge. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Dann wollen wir mal. Na, dann lass mal sehen. Oh, das sieht aber, ja, schön doof aus. So mag ich das. Aber die liegt ja ganz schön kacke. Das ist nicht so gut. Zashi, hi. Das freut mich. Mit Pokémon. Oh! Mit Pokémon habe ich auch nach wie vor sehr viel Freude. Hm, ich glaube, wir machen. Glaub nicht, jetzt. Dass ich das hier jetzt leicht machen werde. Ja, nein. Ah, verdammt. Okay. Oh! War vernichtend. Konzentration. Aber meine liegt gut. Meine liegt gut. Oh nein, wehe. Oh no, what is happening? Junge! Was zum Teufel? Das war aber ganz schön toxic jetzt von ihr, muss ich sagen. Na gut, let's try again. Zack. Schönes Ding, schönes Ding. Jo, die ist gut. Die ist gut. Wunderbar. Na. Du hast nur noch eine. Dann zeig mal her. Ja, ich sehe gut zu. Hm, nicht schlecht. Oh, die kommt gut. Oh. Die kommt besser als erwartet. Shit. Jetzt darf ich nicht komplett reinscheißen, aber das ist schwer für mich. Das ist schwer für mich. Come on. Butz und... Nein. Das passiert den Besten von uns. Ah... Ey, die ist nicht runtergefallen. Wieso ist sie nicht runtergefallen? Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. So close. Ich bin mir sicher, sie hat sabotiert. Da waren Bremshügel. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Unentschieden. Offenbar sind wir gleich stark. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Oh. Es wird leichter. Versprochen. Schön, dass du das verstehst. Ich werde mich behaupten. Ja, nächstes Mal machen wir das einfach mit Dynamit. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Krass. Wie groß ist das? Wie sieht das aus? Ist Magie dort gleich? Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ja, deswegen mag ich die auch. Okay, danke. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich habe vor allem schon voll viele Punkte natürlich für mein Haus. Kannst du Accio auf Menschen anwenden. Oh. Wenn du magst. Ja, mag ich. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen. Accio. Oh, ja, die Bücher sind durch den Windstoß hier umgefallen. Ich hab's genau gesehen. Auf ein Wort, bitte. Ja, ich war das nicht. Sorry. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Was für ein knappes Rennen zwischen Ihnen und Miss Onai. Erfrischend! Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Das ist ja nett. Wahrsagerin ist die Mutti. Habe ich auch nie so richtig verstanden, ne? Gehst du einfach irgendwo hin, legst 50 Euro auf den Tisch, dann guckt dir jemand tief in die Augen und sagt... Wahr. Und dann kannst du wieder gehen. Wahrsagen. Naja. Wer das gut findet, der soll das machen. Ist mir aber ein bisschen zu eintönig irgendwie. Hallo. Nun gut. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, Ibims, wer bist du? Hallo. Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das ist nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Genau. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Ja, ich habe immer Anfängerglück. Auch im Endgame, hoffentlich. Nun gut. Was haben wir denn noch an Missionen? Und hier flattert da auch schon wieder irgendwas rum. Hier kann ich bestimmt noch eine Seite einsammeln. Weasley nach dem Unterricht. Triff dich mit Professor Weasley im Unterrichtsraum für Verwandlung. Oh, das klingt doch aber auch ganz wunderbar. Warum flattert hier jetzt noch so viel rum? Das hat da bestimmt auch irgendeine Bedeutung. Oder nicht? Da oben leuchtet's. Oh, über uns, da ist wieder ein Schloss. Okay. Na gut, mit dem Schloss können wir noch nicht so viel anfangen. Das Schloss im Schloss. Alle Ladenbesitzer mögen mich, das weiß ich. Alle Ladenbesitzer mögen mich, weil ich über viel Kohle habe. Da ist wieder dieser verdammte Clown. Der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Takio. Ich bleib doch ein Quent. Schade. Auf den Jungen, der dich lügt. Ich sagte dir, oh nein. Es war Albert Boots. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf? Wie mutig und keck. War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Boot und Fleck, ihr seid beide weg. Ist er jetzt die ganze Zeit hier? Dann kann ich das Rätsel aber nicht machen. Okay, danke, Bruder. Die machen ja mehr Unsinn als ich. Die zerstören mehr als ich. Scheiße. Oh oh, eben gefährlich leben wir. Ja, gerade als professionelle Katzenstreichler, du weißt, immer gefährlich. Immer gefährlich. Aber das war schon die zweite Katze. Ich finde es sehr, sehr gut, wie viele von denen hier rumstromern. Kannst du sogar deine Farbe wechseln? Ist es McGonagall? Ich weiß es nicht, aber es werden mehr und das finde ich sehr, sehr gut. Katzenstreichelsimulator. In irgendeinem Game jüngst konnten wir keine Katzen und Hunde streicheln. War das Last of Us der erste? Ich glaube, im zweiten ging auch das. Ein klarer Fortschritt für die Gaming-Industrie. Ganz wichtig. Du hast deinen linken Daumen gerissen. Welche Tasten du brauchst? Ja, für einen Controller bräuchtest du schon den linken Daumen zum Laufen mit dem Stick. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das umlegen kann oder inwieweit dann die PC-Steuerung maybe Hallo. Besser ist. Wie schön, Sie zu sehen. Hallo, ja, ich freue mich auch total. Aber Controller ohne linken Daumen, das tut, glaube ich, dann schon ein bisschen weh. Zumindest aus optischer Gameplay-Sicht, ne? Ja. So,
Wie war der Spaß jetzt mit den Fragezeichen? Ja, oh, haben oben eine 3, eine 0 und ein Fragezeichen. Ey, ohne Witz, wenn ich das Rätsel vorhin als erstes gehabt hätte und hätte gesehen, dass wir mit 0 anfangen zu zählen und nicht mit 1, dann wäre das ja Lachkick des Todes geworden. Aber so heißt, wir brauchen eine 2. Und eine 2 wäre dieses seltsame Säbelzahntiger-Ottervieh da oben, richtig? Mal gucken. Säbelzahntiger-Ottervieh, da ist es. Perfekt. Und das andere, halbes Mathe-Abitur, bedeutet, wir haben eine 4 und wir haben eine 1. Und das bedeutet, wir brauchen eine 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre diese Fruchtblase mit Gesicht. Okay, das wäre hier. Fruchtblase mit Gesicht. Da ist sie schon. Und das ist richtig. Oh. Ich bin der größte Mathematiker, der je gelebt hat, Leute. Fragt mich alles, außer halt Sachen zu Mathe. Waldgrüner Fransenschal mit Schlossmuster. Und dann muss ich ja meine Tischdecke ablegen, ha? Und ein hoher Torbogen. Der war in der Kiste drin. Ja, was man immer so in der Tasche hat, oder? McGonagall hat da, glaube ich, noch nicht gelebt zu der Zeit, wo das spielt. Sicher? Die war doch locker 500 Jahre alt in den Filmen. Können wir uns wirklich sicher sein? Und wir haben eine neue Halsbekleidung. Dort. Oh, für Level 4. Okay, bin schon in Bereichen, da darf ich noch gar nicht sein. Ich dringe hier vor in Ecken des Schlosses. Oh, oh. Wenn ich dabei erwischt werde, Leute, dann gibt's richtig auf die Fresse. Können wir denn schon runterreisen? Oder habe ich da noch keinen Flohdingens-Posten? Karte drehen, drehen, zoom. Zoom, zoom, zoom. Astronomieflügel? Ne, sieht nicht so aus, als wären wir da irgendwo schneller, oder? Dann passt das. 100 Jahre früher müssten wir sein, genau. Also so richtig dürfen wir hier keinen kennen. Den einen oder anderen eben vom Nachnamen, ne? Der dann ab und zu mal weitergegeben wurde. Und bei Familie Weasley, da sieht man es ja auch schon so ganz leicht. Aber ansonsten dürfte ja eigentlich nicht viel rumrennen, wo man sagt, oh, kenne ich, dich habe ich im Radio gesehen. Das dürfte nicht passieren. Ah, hier sind wir wieder bei der Musik. Ja, ja, wir laufen schon richtig, hör mal. Sehr gut. Find's voll geil, wie du dich entwickelt hast. Ich weiß noch, als ich deinen Channel auf YouTube gefunden habe, da hattest du um die 13k Zuschauer und warst du auf WoW spezialisiert. Jetzt bist du einfach bei über 65k, machst auch noch andere Games, ganz zu schweigen von den Hörbüchern. Bin auf jeden Fall super dankbar für deinen Content, auch wenn ich nicht mehr so aktiv dabei bin, weiß ich, dass ich bei dir immer eine nice Zeit haben werde. Oh, das ist ja ultra sweet geschrieben, Sashi. Dankeschön für deine lieben Worte und dass du schon so lange mit am Start bist. Ja, 13k Abos auf YouTube. Das ist echt schon ein Momentchen her, ne? Verrückt, ey. Dankeschön. Also eigentlich ist sie um die 45 bis 50, aber die erwachsenen Charaktere wurden alle ein bisschen älter gecastet, als sie im Buch eigentlich waren. Snape zum Beispiel ist ja auch erst Mitte 30 in den Büchern. Ach, guck. Okay, krass, habe ich nie weiter drüber nachgedacht. Interessant. Da werden wir jetzt bestimmt die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt. Auch von lernen. Sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Hat der Wasserspeier... Wie überaus nervig, wenn sie Fragen stellen. Wow. Kleine Rotznasen. Ich lüge einfach. Yo. Die Wanddeko beleidigt den Schulleiter. Perfekt. Das sind die größten Kritiker hier in Hogwarts. In Schwierigkeiten? Was ausgeheckt? Dachte ich mir schon. So, jetzt sind sie auch gemein zu mir. Das war nicht Teil des Deals, Mann. So wollte ich das nicht. Ich renne woanders lang. Maverick, danke schön für das Abo-Geschenk. Vielen Dank. Da drüben wollen wir rein. Ah ja, dort hinten. Ist aber auch schön hier in den Gärten. Also wenn ich keine Pollenallergie hätte und es nicht draußen hassen würde, dann könnte man hier bestimmt auch einen entspannten machen. Da soll das sein. Professor Weasley. Können wir jetzt ein paar Alraunen ernten, ha? So in der Nähe des Gartens. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Er ist ja super. Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich
Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts gesagt? Ja, nee, das ist voll nicht so. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Das hat Professor Ronan erwähnt. Mehr Arbeit? Arbeit, Arbeit. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ich bin bereit, mehr über Tränkeladen, Zauberanweisungen, ein Ollivander hier. Nö, wir sind ready. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ja, Natsai ist cool. The Natty. Die nette Natty. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Okay. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Die wollen mich alle zum Saufen verleiten. Das ist ja wie früher. Wenn ich aus Versehen in eine Bar getorkelt bin. Hier hängen Katzenbilder. Geil. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Aufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgabe und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Sehr schön. Ich bin ein bisschen blass. Ja, meine Vorgeschichte ist, dass ich mich jahrelang im Keller eingeschlossen und WoW gespielt habe. Ich habe also ein komplett fiktives Szenario genommen, das wirklich zu so einem Fantasy-Game auch passt. Und darum spiegelt mein Charakter das eigentlich mit allem, was er ist, auch wieder. Ja. So, kann ich hier noch irgendwas... Rebellion. Irgendwas... Erhacken, erschieden, zerstören. Es sieht nicht so aus und hier komme ich noch nicht rein. Nee, ey, so viele Schlösser der Stufe 1. Da kannst du ja nachher wie so ein Rogue der Schlossknacken-Skillt einfach das halbe Schloss auseinanderpflücken. Aber hier war noch ein Text, warte mal. Da ist doch noch was Schönes. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Oh nein. Die arme Teetasse. Kann ich sie befreien? Kann sie mit mir kommen? Anscheinend nicht. Oh, da sind auch einige Skelette und Schildkrötenpanzer. Vielleicht sollte ich hier doch nicht wild um mich schießen. Aber das Katzenbild hätte ich gern mitgenommen. Nicht mal das darf ich, Leute. Das ist alles illegal hier. Das wird alles geahndet. Nun gut. Dann checken wir nochmal, wie es bei unseren Aufträgen jetzt aussieht. Und der ist erstmal noch verschlossen, da sollten wir Reparo lernen. Ja, dann wuseln wir dahin, ne? Professor Hackett ist wirklich furchteinflößend, aber sie unterrichtet ja auch Verteidigung. Jaja, da muss man auch böse sein, böse aussehen, Leute töten, Menschen essen.
Alles sehr, sehr wichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn fühle. Mit seinen Papierkranichen. Ich möchte erstmal was zu dem Brunnen lesen. Revelio. Yes. Wiffernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wiverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wivern von der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Ah ja, das ist einfach nur irgendeiner, weißt du? Einer von 80 Millionen. Baweop. Butterbier ist alkoholfrei, da ist nichts mit besaufen. Die haben doch alle einen Flachmann hier dabei zum Pimpen. Darum die langen Mäntel, ne? Da ist noch so eine eingenähte Tasche ganz unten. Und da wird dann schön, wupp, so ein bisschen der Schuss hinterhergehauen. Ich habe eine persönliche Frage, muss sie aber nicht beantworten. Wie alt bist du eigentlich? Ich werde 29 im März. Ist kein Geheimnis, ja. Da kann ich dir gern beantworten. Gnull war sogar schneller als ich. Damn, boy. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Aha. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Mhm. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay. Wofür sind die Aufgaben? Das merken wir jetzt. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Auftrag gestartet. Sammle das fliegende Blatt. Ah, guck mal. Dann hatte ich doch den richtigen Riecher vorhin. Sammle das fliegende Blatt im Turm und bei der zerbrochenen Statue. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ja, wo könnte es sein? Es könnte sich überall verstecken. Ich schätze, das muss ich ranziehen, oder? Wie fliegt es denn? Da kommt es lang? Akio. Muss ich das wirklich zielgenau treffen? Das wird doch nix. Das wird doch nix, Junge. Oh Gott. Nee, ist das wirklich so, dass ich es treffen muss? Das ist ja ganz fürchterlich. Da muss ich ja die Cursor-Intensität hochstellen, damit ich da schnell hinterherkomme. Oder ich brauche einfach eine bessere Position. Maybe ist es das. So. Oder habe ich irgendwie eine Autolock-Funktion? Ich glaube, das konnte man bei der Einstellung irgendwie anmachen, dass die Zauber automatisch locken. Das habe ich aber ausgemacht. Maybe bereue ich das jetzt? Akio. Oder konnte ich auch so automatisch anvisieren? Warte mal, wenn das so leuchtet, dann muss ich, glaube ich, nicht selber zielen, oder? Dann kann ich auch sagen, like this. Haha! Nice. Oh, ein Glück. Sonst hätte das jetzt noch 3 Stunden gedauert, Mann. Ein Glück. Ist mir aufgefallen, dass das manchmal leuchtet. Ja, dann müsst ihr nicht zielen. Dann könnt ihr einfach unten butz. Und Abflug. Sehr gut. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Hier direkt. Hello, fliegendes Blatt. Wo bist du denn? Oh, hab dich. Akio. Großartig. Gut. Das war tatsächlich einfacher als erwartet. Sonst wäre das geworden wie bei Zelda, wenn wir in irgendwelchen Schreien mit den Modulen richtig Abstände abschätzen mussten, wenn ich irgendwelche Kugeln da entsprechend leiten und springen lassen musste und so. Das hat ja auch manchmal ein Minütchen länger gedauert, ja? Hallo, ich habe fertig. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Erstmal ins Wort gefallen. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Ja. Oh, jetzt mit anderen Tasten, Junge, die Challenge. Nicht nur X hämmern, auch mal Viereck. Damn, boy.
Reparo. Schön. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile in der Umgebung reparieren. Boah, das erinnert mich aber gerade vom Gameplay an dieses ganz alte Harry Potter Game, wo man auch in Hogwarts rumrennen konnte und als Harry selber, alles total pixelig, ich glaube PC und PS1 war das oder sogar nur PC, ist arschalt und da konntest du auch alle Vasen und so kaputt hauen. Man hat das Gefühl, nur ein Zauber, der dann für alles war. Und musstest auch mit deiner Maus so gewisse Zauberformen nachmalen. Das war gerade wie so eine Chorerinnerung, Junge. Mit den Bohnen. Also, sehr genau. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Bohnen hat man gesammelt. Boah. Das war auch richtig cool, vor allem für diese Zeit. Ich glaube, heute würde ich absolut wahnsinnig werden, weil das hatte, meine ich, auch so ein paar random Jump-and-Run-Passagen drin. Aber overall, das war echt sehr, sehr cool. Kurze Frage, hab Hogwarts jetzt lange nicht mehr gestartet. Spielst du das gerade das erste Mal oder gab's ein Update? Ich spiel's zum ersten Mal, ja. Ich hab's komplett runtergeladen von 0 auf 100. Darum weiß ich leider nicht, ob's ein Update gab. Da ist der Ausgang. Ja. Flügel des Glockenturms. War das nicht hier auch mit dem Reisen oder habe ich das jetzt verpeilt? Warte mal, das kann ich auswählen. Ja, aber da habe ich noch nichts zum Reisen, ne? Das ist das Problem. Genau, dann muss ich wohl laufen. Okay. Wir laufen! Tada. Ist das nicht die Stelle, wo im Film Malfoy in ein Frettchen verwandelt wurde? Zumindest erinnern hier diese Torbögen, ne? Die ganze Aufmachung auf jeden Fall daran. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es nicht an anderen Gartenstellen genauso aussieht. Das könnte ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Hab aber letztens erst gelesen, dass wir dem Schauspieler von Malfoy die Taschen von seinem Mantel zunähen mussten, weil der da immer Snacks geschmuggelt hat. Und dann während des Drehs immer angefangen hat, im Hintergrund rumzunaschen. Auch Ehre. Das ist die einzige Geschichte, die ich zu diesem Schauspieler kenne und ich bin froh, dass es diese ist. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ja, toll, ne? Der Rätsellord, der hat hier einfach gecarried, Freunde. Gar kein Problem. Auch wegen dem Baum, meinst du? Oh, das ist ein guter Punkt, ja, stimmt. Der Baum. Okay, ja, gar nicht verstörend, absolut normal und cool. Redest du auch mit mir oder singst was Schönes? Nee, ne? Du bist wirklich einfach nur eine Statue. Ich freue mich. Mein Vater hat seine Aufsätze angeblich unterm Bett versteckt. Ein Mädchen in unserem Schlafsaal bekommt ständig Pakete mit selbstgemachtem Gebäck von ihrer Familie. Da werden wir bald neue Umhänge brauchen. Unser Schlafsaal sieht schlimm aus. Ich wünschte, die anderen würden mal aufräumen. Ein Bandemann hat gestern meine Hausaufgaben vernichtet. Zaubertränke-Aufgaben. Ja, ja, meine auch. Meine auch. Von meiner ganzen Familie alle Hausaufgaben weg. Hallo, suchst du nach mir? Hallo. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Na klar. Oh, ich durfte gar nicht Nein sagen, oder was? Ihr entführt mich jetzt einfach. Lässig. Ich glaube, die Rüstungen konntest du umhauen. Das könnte sein. Die sahen auch anders aus von der Farbe her, ne? Oi. Das ist mein Garten, Junge. Das ist so schön hier, vielleicht... Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Kriege ich gleich Bartwuchs. Wirklich? Auf den Schreck. Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ja, ja, wie ich weiß, sind die ja alkoholfrei, ne? Wusste ich schon immer. Da können wir uns schön welche reinlöten. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat.
Das sieht aus wie Hogwarts, nur farbentsättigt. Und da ist ein großes Schwein. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ja. Oh, warte, da drüben. Aber bei Winter... Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Okay, kann ich welche looten? Nice, nehme ich mit. Ganzes Glas direkt, let's go. Ich wollte sagen, bei Winter sieht es hier locker noch 100-mal geiler aus. Schön mit Schnee. Mit Blick auf solche Berge und solche alten Gemäuer. Damn. Sieh mal, Hippogreife. Wo? Aus dem verbotenen Wald. Da. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Wow. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Wie schön. Ein hüpfender Giftpilz, okay. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Die Gang. Auf jeden Fall. Auf jeden, Bruder. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Ach so. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ja, da sind die Spinnen drin. Wir müssen den Wald leider niederbrennen. Tja, passiert den besten Wäldern. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Können die mich überfahren? Sie weiß mehr als ich dachte. Nein, können sie nicht. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Ja, ich merke schon, ich sammle hier Giftpilze ohne Ende, ne? Machen wir uns auch einen schönen Trank nachher. Da brauen wir unser eigenes Bier. Da ist der Alkohol dann das geringste Problem, wenn du so eins getrunken hast. Da kannst du dann Zaubersprüche schmecken. Das ist der wahre. Hast du dich schon eingewöhnt? Der wahre Plan. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Aha, wie sie mir komplett erzählt so von ihrer Wahrnehmung und ihrer Vergangenheit und ich kletter hier komplett hoch. Ne? Ey, guck mal, wie cool ich klettern kann. Guck mal, hui. Und sie schüttet mir ihr Herz aus, ja. Normalste Reisebegleitung bin ich einfach. Gar kein Problem. Giftpilze sammeln, quellen schon aus den Taschen über, Junge. Erstmal da hochklettern, stehen bleiben, die Katze streicheln. Unglaublich. Guck mal, wie schön ich die Katze streichel. Yeah. Ich hoffe, es gibt einen Erfolg für 100 Katzen streicheln oder so. Wow, den haben wir dann gleich fertig, nämlich. Perfekt. Ich habe gerade den Namen gesehen, den du deinem Char gegeben hast. Der ist gut, ne? Der ist in Kooperation. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Oh. Würde ich aber auch, wenn ich ihr Hausmeister wäre. In Kooperation mit der Community. Hallo, Mr. Moon. Ist er entstanden. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ah. Armer Mr. Moon. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ja, der hat von meinem Pilzbier getrunken. Da kann das passieren. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Ja, gut zu wissen, dass du mega Angst hast, ne? Aber ist mir auch egal. Danke. Sehr einfühlsam geantwortet hier.
Und wir sind angekommen. Hey. Was ein Dörfchen. Da wären wir. Geil. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Das ist schon mal sympathisch. Ich brauche ein Nidorino, weil ich habe Mondsteine. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Okay. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Jo, danke. Hier können wir uns jetzt umsehen auf der Karte. Oh, ist ja doch größer als gedacht. Was ist die Schere dort? Karte von Hogsmeade. Läden und Interessenspunkte. Verfolgen. Ja. Was ist das hier? Ein Friseur oder was? Madame Snellings Lockenporium. Alles klar. Und was ist hier direkt? Kann ich einfach einbrechen? Oh nein. Wir brauchen Schlossknacken Stufe 2. Verdammt. Ja, Fantasy Games, ne? Imagine, du könntest dein Geld damit verdienen, anderen die Haare zu schneiden. Lull, Harry Potter. Was bist denn du? Oh, die brauche ich. Verkaufen Sie die? Ich nehme die einfach mit, kein Problem. Okay, diese Kuh ist immun gegen Zauber. Das ist das mächtigste Wesen, das wir hier haben in diesem Dorf. Damn, son. Aber wir wollten eigentlich Wälzer und Schriftrollen. Ollivander, lass mal gucken, wo wir anfangen. So, das sind Interessenspunkte. Scherzartikelladen. Aha. Da oben ist Schnabel und Brut. Hier ist erstmal noch ein bisschen Feuerwerk. Aber da ist Ollivanders. Dann gehen wir da auch zuerst hin. Der Kuh kann man auch mal die Haare schneiden. Ja, wirklich. Wo ist denn ihr Eingang? Ach, hier, bei der Tür. Tür als Eingang. Merins prächtigem Bart. Lächerlich. Nicht schon wieder. Was ist denn nur los? Schraub den erstmal aus. Guten ersten Eindruck machen. Der hat auch so eine Kugel. Hui. Sehr gut. Fühle ich mich wie zu Hause. Und hier sieht es so aufgeräumt aus wie in meinen persönlichen Unterlagen. Ja, ja. Unterlage C38, die ist irgendwo hier. Ja, läuft das System. So muss es sein. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Er sieht ja fantastisch aus. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Okay. Oh, schick. Na los, schwenken Sie. Ja. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Avada! Okay, sollte nicht sein. Ui. What? Naja, Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Oh, das ist schön, ja. Probieren Sie diesen aus. Der Dragonfly-Zauberstab. Crucio. Ach, herrje. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Na, nix darf ich. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich...
angenommen hatte, sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh, der Halm Honigbraun. Holzart Hainbuchenhecke. Kerntyp Phönixfeder. Flexibilität hart. Zauberstablänge 11¼ Zoll. Ja, wenn wir den nehmen, ist das immer die zweithärteste Sache in unserem Mantel. Und wir können den tatsächlich noch anpassen. Das ist ja cool. Oh, fancy. Dunkelbraun. Faszinierend. Aha, Zauberstabstil. Yo, der sieht ja richtig verschimmelt aus einfach. Naturgrau. Wirklich interessant. Finde ich auch. Das ist ja toll, ich kann den selber modifizieren. Aha, Spirale. Faszinierend. Ja, der sieht irgendwie ein bisschen zu lame aus, oder? Ich bin auch eigentlich Fan von dem letzten, weil er ist so bleich wie mein Char. Okay, eigentlich nicht deswegen. Aber ich finde den eigentlich auch am coolsten. Wirklich interessant. Den können wir noch einfärben. Konnten wir die anderen auch so hell machen? Ah, tatsächlich, oder was? Klassisch? Naja, die haben echt ein paar andere Töne. Faszinierend. Okay, cool. Aber ich feiere den auch, weil da sieht man dann nicht genau, wenn ich den schwinge, wo der Zauberstab aufhört und meine Hand anfängt. Ne? Das ist wie so ein fließender Übergang. Das ist eigentlich schon auch ein taktischer Vorteil irgendwie. Holzart. Ja, das wäre jetzt was für meinen Vater, Junge, für einen Zimmermann. Haselnuss. Tanne, Holunder. Hornstrauch, Buche. Ja, irgendwas, wogegen ich nicht allergisch bin, wäre geil. Ich glaube, Lorbeer ist gut. Eine Lorbeer. Wirklich interessant. Ja, Lorbeerallergie habe ich bisher, glaube ich, nicht. Länge können wir richtig ehrenlos lang machen. Oder so einen richtig kurzen Zauberstab. Faszinierend. Dass du damit nicht mal in der Nase popeln kannst, weil der zu kurz ist. Aber ich glaube, ich will lieber einen ehrenlos langen Zauberstab haben. Und Flexibilität hart, solide, steif. Starr, unnachgiebig, leicht nachgiebig, unnachgiebig. Unnachgiebig oder unnachgiebig. Was haben wir noch? Leicht federnd, sehr flexibel, sehr biegsam. Ja, dass wir im Grunde wirklich ist interessant. Wie aus Gummi so. Dass du damit so boing einfach machen kannst. Das ist schon nice. Ich glaube, damit bin ich happy. Ja. Drachenherz, Phönixfeder oder Einhornhaar. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient, bekanntlich beständige Magie erzeugt. Oder eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Bandbreite, mächtige Magie. Ja, ich will mächtige. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig. Und lernt schnell. Da sehe ich mich, dann ist der Stab genau wie ich. So ist er perfekt. Was meinen Sie? Die zaubernde erektile Dysfunktion. Genau. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Liebe. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten.
Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, mir kann man nicht mehr helfen, aber dankeschön. Seine Stimme kommt mir mega bekannt vor. Ich sehe einen Zwerg vor meinem geistigen Auge, aber ich krieg's gerade nicht geschissen, woher. Vielleicht hat wer von euch eine Idee, Freunde. Und ich habe anscheinend schon Probleme, aus der Tür rauszukommen. Holy shit. Was gucken wir uns noch an? Ich glaube, einen gucken wir uns heute noch an. Was ist denn am nächsten? Da unten? Was ist hier? Das ist doch ein Schnatz, oder? Das ist der Sportbedarf. Ach, guck an. Da drüben haben wir Pippins Zaubertränke. Der war da auch auf der Liste, oder? Ja. Das klingt doch spannend. Bei Pippin, da bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Champion. Ja, irgendwie hat mich seine Stimme an was Zwergisches erinnert. Aber war das Magni? Nein. Was ist hier? Da können wir einfach auch Leute weiter beklauen. Ja, wer sein Geld so liegen lässt, oder? Wenn ich auf der Straße eine herrenlose Geldbörse finde, dann ist die bestimmt für mich platziert worden. So sieht's aus. Willkommen bei J. Pippins. Guten Tag. Ist das schon wieder dieselbe Stimme? Jetzt bin ich richtig verwirrt, Mann. In diesem Dorf teilen wir wirklich alles. Auch den Synchronsprecher. Fantastisch. Aber schön dekoriert hat das hier, oder? Sieht wirklich aus wie so eine verrückte Zaubererbutze. Lauter bunte Tränke. Na, dann sag mal an. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Oh ja. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Ja, ich brauche mein Zeug. Wie kann ich heute behilflich sein? Ach guck, Vorräte. Mega-Power-Trank-Rezept. Perfekt. Und Edurus-Trank. Ja, es klingt schon sehr ähnlich, oder? Mega-Power-Trank und Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Geil. Schmelke, hi. Ah, es ist wieder Torbjörn. Damn, da sind wir letztens schon dran gestolpert und ich bin bei Zwerg nicht auf Torbjörn. Overwatch, ja, danke fürs Nachschauen. Ey, Mann, absolut. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Hier könnte ich höchstens noch was verticken, aber ich glaube, davon haben wir noch nicht so viel. Geschmolzener Kern. Okay, danke für die Tränke, Kollege. Sehr gut. Er spricht auch Sokrates in Odyssee. Genau da hatten wir das letzte Mal. Junge, Sokrates hat gesprochen. Da habe ich genauso angefangen. Das ist doch ein Zwerg, Leute. Welcher Zwerg ist das? Und dann Torbjörn. Junge, das war 1:1 dieselbe Situation. Ich freue mich schon, wenn das wieder passiert. Kann ja nicht mehr lange dauern.